we are in Freising in Bavaria, southern Germany, and we're just testing the new Audi SQ5. As you probably know, the car now has a petrol engine, the V6 turbo that is already in the Audi S5 and the Audi S4. And I want to make a quick comparison specifically to the GLC 43 AMG that we recently drove, because my memories are still very fresh towards that car, and it's about the same league and the same class, price and performance-wise. So the first thing that you probably realize is, once you jump into the SQ5, that everything is a bit quieter and a bit more refined maybe on the other side. So the exhaust note doesn't come across into the inside of the car as much. And on the other hand, the exhaust note also on the outside is maybe not as prominent and as aggressive as it was the GLC 43 AMG. But on the other hand, it has a very deep grunt and a very deep voice, a sound that is very similar to the Golf R32 actually that we just had, and that we also have in our Audemann TV fleet, which is very funny considering that this kind of noise hasn't been on the market for quite some time with the newer cars. The first thing. The next thing about the handling, this car probably also handles more refined. It is less on the sporty side and on the aggressive side as the GLC 43 is, which has a very wide track in the rear, very wide tires. The steering is heavier in the GLC 43. Specifically, if you want to drive it really fast, maybe the GLC is the sportier car, but this one has the better compromise in my eyes between sportiness and everyday ride comfort. It's very easy to drive. You just jump into it, you immediately know where the knobs are and how to drive it. For me, maybe a bit more easier to get used to than what you have in the Mercedes AMG GLC C43. So that's about it for a quick comparison between those two cars, but specifically once we have the opportunity to drive this SQ5 today. Of course, we will have Pure Sound, Acceleration Run and Drive and Sound video coming up very soon on Audemann TV. And also check out our stories on Instagram and also on Facebook. Cheers! So, moin moin Leute, wie üblich das Ganze auch nochmal auf Deutsch. Audemann Talks zum Audi SQ5. Wir sind heute in Bayern unterwegs, sind hier aktuell gerade in Freising auf dem Domplatz mal gefahren und fahren den neuen Audi SQ5, wie ihr sicherlich wisst, ja jetzt aktuell noch nicht oder nicht mit dem Dieselmotor, dem V6 Diesel, sondern mit dem V6 Benziner, dem Turbo, der auch im S4 und S5 schon drin ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir richtig gut. Ich war beim S4 so ein bisschen skeptisch, habe gedacht, naja, gut, Sound ist jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, wie ich es mir vorgestellt hätte von so einem S-Modell. Aber hier kommt das Paket mit dem Turbo-Benziner wirklich gut rüber. Sehr guter Antritt, das Fahrzeug ist extrem agil. Der Motor hat einen tiefen, bassigen Sound, passt wirklich sehr gut zu diesem, ja, ich sag mal, bulligen Charakter des Fahrzeuges. Auch die Optik ist wirklich, wirklich schick. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, dass man Motorsound, man sich auch an den R32 irgendwie so ein bisschen angelehnt hat. Vielleicht die Leute, die schon mal ein S5 oder ein S4 aktuelles Modell gefahren sind, die werden das wissen, dass man da fast, sage ich mal, den gleichen Innenraum oder auch Außenklang hat, wie die VR6, die in den letzten R32 noch verbaut wurden. Also wirklich, wirklich super interessant. Vielleicht auch nochmal ein direkter Vergleich zum GLC 43, den wir ja auch gerade testen durften und da die Erinnerungen auch noch recht frisch sind. Der GLC ist wahrscheinlich am Ende das etwas aggressivere und sportlichere Fahrzeug. Also sowohl der Motor hat ein bisschen mehr Punch, die Gänge werden mehr reingekloppt, als auch die Tatsache, dass eben der Sound sicherlich so ein bisschen mehr trompetet und ein bisschen röhriger ist. Da ist das hier eher so ein bisschen dumpfer und subtiler. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, ist, dass der SQ5 den Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort besser hinbekommt. Also da ist es wirklich so, dass man hier einfach einsteigt, es ist super einfach zu fahren, angenehm in der Stadt zu rangieren. Da ist der GLC so ein bisschen spannig fast vom Allradantrieb und dieser großen Bereifung. Und auf der Landstraße auch, man kann sich wunderschön schnell in eine Kurve schmeißen. Echt gut gelöst, muss man ganz ehrlich sagen.
Super Fahrzeug, auch super leise vom Innenraum mit hoher Qualität, so wie man es von Audi kennt. Das Fahrzeug wird hundertprozentig viele, viele Käufer finden und vielleicht kommt ja irgendwann zukünftig auch nochmal ein Dieselmotor. Dazu haben wir jetzt hier nichts gehört, aber auf der anderen Seite vielleicht doch nochmal sicherlich eine Variante für Audi, sowas auch nochmal nachzulegen. Ja, wir haben natürlich auch so ein bisschen über die Design-Elemente gesprochen. Das eine ist so ein bisschen die, sage ich mal, Zierblenden am Auspuff. Ich zeige sie dann auch nochmal im Drive and Sound oder Pure Sound, kann man sich das nochmal genau angucken. Da ist leider eben kein wirklicher Auspuff, sage ich mal, der dahinter steht, wo die Luft rauskommt oder die Abgase rauskommen. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen was anderes überlegen können, aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwie dann mal später von Abt oder anderen Kollegen eine gute Heckschürze, wo man diese Auspuffthematik dann auch entsprechend adäquat lösen kann für so ein S-Modell. Das soll es erstmal gewesen sein. Erster Eindruck hier, wie gesagt, aus Freising, aus München, SQ5. Andere Videos werden folgen. Schaut euch auf jeden Fall auch nochmal Stories und die ganzen Fotoposts auf Facebook und Instagram an. Da werden wir sicherlich auch noch einiges liefern, was wir auf YouTube hier gar nicht alles hochhauen. Soweit erstmal, macht's gut und genießt die Tage. Ciao.